Hallo und herzlich willkommen zurück bei Star Citizen News und heute gibt's endlich das MISC Odyssey Q&A. Also lasst gerne ein Abo für mich da, wenn ihr euch für Star Citizen Themen interessiert und wir fangen direkt an. Die MISC Odyssey wird mit ihren eingebauten Gerätschaften lediglich Quantanium aus Steinen abbauen und extrahieren können, sowie auch Hydrogen aus Gasen in der Umgebung. Die eingebaute Raffinerie ist, wie ich bereits vermutet habe, direkt mit dem Treibstofftanks verbunden und lädt diese dann automatisch auf. Eine Option, auch andere Erze abzubauen bzw. zu raffinieren, auch von fremden Schiffen, ist nicht geplant. Gegenüber der Carrack hat die Odyssey im Exploration-Bereich einige signifikante Nachteile. Sie wird nicht auf die gleiche Weise in der Lage sein, Jump Points zu scannen und zu mappen, weshalb sie auch in diesem Bereich definitiv kein Carrack-Killer ist. Wichtig ist aber, alle Raumschiffe werden die Jump Points irgendwie finden können. Die Carrack kann dies lediglich aus einer deutlich größeren Distanz. Darüber hinaus fehlen ihr spezielle Arbeitsräume, die für die Exploration-Mechanik gedacht sind, beispielsweise ein Kartografie-Deck oder andere. Daher wird sie nur über ihre MFDs in der Lage sein, Exploration durchzuführen, anders als eine Carrack. Die kann das wesentlich besser. Wir reden also hier von einer eher abgeschwächteren Form mit weniger guten Ergebnissen oder zumindest mal einer längeren Zeit, die die Ergebnisse dann brauchen. Aufgrund des Hangars kann man die Fähigkeiten der Odyssey durch mitgeführte Exploration-Vehikel aber steigern. Der größte Unterschied zwischen Carrack und Odyssey ist ihre spezifische Rolle. Natürlich sind beides Explorer-Schiffe, haben aber jeweils ihre eigenen Stärken und Schwächen. Die Carrack kann, wie bereits gesagt, Jump Points viel leichter finden und auch scannen, verfügt über eigene Reparaturdrohnen, hat modulare Frachtcontainer und kann somit besser angepasst werden. Die Odyssey hingegen verfolgt einen eher generellen Zweck. Aufgrund der Treibstoffaufladung und des großen Hangars können verschiedenste Gameplay-Bereiche in weit entfernten Orten durchgeführt werden. Und sie wird auch nicht nur sich selbst, sondern auch jedes bei ihr mitgeführte Raumschiff oder Fahrzeug mit Treibstoff und auch Quantum Fuel versorgen können, um eben genau diesen flexiblen Ansatz auch wirklich ausüben zu können. Hier mal eine kurze Auflistung aller passenden Schiffe laut CIG. Alle Avenger-Varianten, die Eclipse, alle Gladius-Varianten und alle Saber-Varianten, die Anvil Arrow, die Gladiator, die Hawk, die Hornet-Reihe, die Hurricane, die Terrapin, die Bano Defender, die ganze Mustang-Reihe, die Buccaneer, die Herald, die MISC Prospector, die gesamte 100er-Reihe und 300er-Reihe von Origin, alle Auroras und eine Vendul Blade. Vanguards, Cutlasses, Freelancers oder Reliance oder auch Cartuals sind zu groß und passen somit nicht hinein. Das runde Teil hier auf dem Bild, das ein bisschen aussieht wie so ein Goa'uld-Transporter aus Stargate, ist übrigens ein Xian Grav Lift, also ein Fahrstuhl, der mit solchen Hover-Techniken funktioniert. Die MISC Odyssey wird ohne extra Fahrzeuge oder Schiffe ausgeliefert. Anders als bei der Carrack ist also weder ein Rover noch ein Shuttle mit dabei. Bezüglich der Fahrzeugslots gibt CIG an, dass alle Fahrzeuge, die nicht größer als ein Ursa Rover sind, hineinpassen werden. Außerdem sind Fahrzeugbereich und Frachtbereich so getrennt, dass das Mitführen eines Fahrzeuges nicht die angegebene Frachtkapazität verringert, ähnlich wie wir das auch schon bei der Carrack kennen. Dies führt dann auch dazu, dass wir den ausgewiesenen Cargobereich auf die Fahrzeugfläche ausweiten können, um gegebenenfalls mehr Fracht zu transportieren bei Bedarf. Das Ganze geht aber auch umgekehrt für mehr Fahrzeuge bei Bedarf. CIG gibt außerdem an, dass es von ihnen nicht gewollt ist, Fahrzeuge wie ein Nova Tank, Ballistas oder Spartan mitzuführen, da die Odyssey keinen militärischen Ansatz verfolgt, auch wieder anders als die Carrack. Aufgrund dessen gibt es auch kein spezielles Captain's Quartier, allerdings kann der Captain natürlich hier selbst entscheiden, welches der verfügbaren Räumlichkeiten er gerne für sich haben will. Immerhin hat die MISC Odyssey aber einen Size 4 Schutzschildgenerator, also einen Capital Size Generator, was auf der einen Seite natürlich ein Segen ist mit einem sehr großen Schild-HP-Pool, auf der anderen Seite aber auch ein Fluch sein könnte, denn Capital Size Komponenten wird man später in Star Citizen nicht irgendwie einfach so reparieren können und vermutlich dazu in spezielle Werkstätten müssen, aber das ist alles noch so ein bisschen konzeptig, das werden wir noch sehen, wie das dann genau ist. Wichtig zu wissen ist hier, dass diese ganzen Angaben natürlich vom aktuellen Standpunkt aus getroffen wurden von den Entwicklern, von den Designern, die sich jetzt damit beschäftigt haben. Und das kann sich natürlich alles nochmal ändern, aufgrund von Feedback, aufgrund von Veränderungen im Spiel, weil man doch was anderes braucht und so weiter. Ihr kennt es ja. Das heißt, was jetzt hier gesagt wurde und was auch schon vorher gesagt wurde, ist nicht zwingend das, was am Ende bei rauskommen muss. Und selbst wenn das Schiff irgendwann released wird, kann es noch weitere Anpassungen in Zukunft geben.
Ja, und da sind wir auch schon am Ende mit der ganzen Chose hier. Immerhin, wir wissen nun einiges mehr, vor allem was die Odyssee eben nicht kann. Und ich denke, wir können auch ganz klar festhalten, jedenfalls soweit ich das hier einschätze, dass sie keineswegs ein Carrack-Killer ist, sogar ganz im Gegenteil. Sie wird ihre Schwächen in der Kernkompetenz der Carrack haben, nämlich beim Erforschen und Erkunden, speziell was Jump Points angeht und auch was das Scanning angeht, und verfolgt kein militärisches Design. Das ist ganz, ganz wichtig, auch für später mit der militärischen Panzerung und verschiedenen anderen Bereichen. Sie kann sich nur selbst auffüllen, also in Treibstoff, sowie den von den mitgeführten Vehikeln, und sie ist keineswegs modular. Naja, abgesehen davon, dass man eben verschiedene Raumschiffe oder Fahrzeuge mitführen kann, na gut, aber du kannst halt nichts am Schiff irgendwie umbauen oder verändern. Außerdem hat sie nur den halben Frachtraum der Carrack und kommt ohne zusätzliche Vehikel daher und kostet trotzdem noch $100 mehr. Und zwar als Konzeptpreis. Ja, und das dürfte, glaube ich, viele Carrack-Besitzer wirklich zufriedenstellen und zeigt, dass eben nicht jedes neue Raumschiff aus Marketinggründen oder so zwingend krasser ist als alle anderen, was man ja hin und wieder mal lesen muss. Die Odyssey ist trotzdem ein geiles Schiff mit einem interessanten Ansatz, der sicher Spaß machen wird. Die Erkundung neuer Welten, das Mitführen von diversen Raumschiffen und Fahrzeugen und deren Versorgung und auch der Selbstversorgung mit quasi ja unbegrenzten Treibstoff gibt der Odyssey eine extrem hohe Autarkie, die so gesehen wirklich einmalig ist, jedenfalls bisher, und ich denke, dass diese Kombination eben gerade durch diesen großen Hangar wirklich das Kernfeature mit der Raffinerie gemeinsam bei der Odyssee sein wird. Trotzdem will ich hier einen kleinen Kritikpunkt mal anmerken. Zumindest einige haben vielleicht aufgrund der Bilder, die bei der Misk Odyssey gezeigt wurden, den Eindruck bekommen, dass das auch ein richtiges Mining-Schiff ist oder dass man es zumindest als richtiges Mining-Schiff mit eigener Raffinerie benutzen kann. Das fand ich auch nicht gut, dass dort die Miss Prospect damit drauf war. Die passt zwar theoretisch rein in das Schiff, aber das Bild suggeriert so ein bisschen, man kann damit auch minern und alles abbauen, und sie haben das sehr schwammig formuliert während der IAE. Das hat mir nicht so gut gefallen. Das sollte in Zukunft ein bisschen transparenter geschrieben werden, würde ich mir jedenfalls wünschen. Nichtsdestotrotz gehe ich persönlich jedenfalls nicht davon aus, dass irgendwer das Schiff wegen dem Mining gekauft hat. Ansonsten schreibt es gerne mal in die Kommentare. Habt ihr euch da in die Irre führen lassen oder zumindest das Gefühl, in die Irre geführt worden zu sein? Oder sagt ihr, nö, habe ich eh alles schon so erwartet und habe ich schon mit allem so weit gerechnet? Ich persönlich muss nochmal hier sagen, ich habe jetzt hier keine großen Überraschungen festgestellt, also das Q&A war für mich jetzt nicht besonders aufschlussreich. Es war wichtig und gut, dass sie es nochmal gemacht haben, aber das meiste habe ich ja bereits im Vorfeld schon so und so ähnlich gesagt, also eben, dass es eben nur eine Selbstversorgung ist und dass es eben kein Mining-Raumschiff ist, aber es ist gut, dass es hier nochmal ganz klar gestellt hat. So, heute kommt noch ein zweites News-Video, nämlich das große Raumschiff Q&A, wo es um eine ganze Menge mehr Kram noch geht, unter anderem das große Rework der Origin 600i, Touring- und Exploration-Version, die Raffineriemechanik der Starfarer und viele, viele weitere Dinge über die Carrack bis hin zur Polaris. Daher würde ich mal sagen, erstmal an dieser Stelle hier vielen Dank fürs Zuschauen, schreibt mal eure Sicht zu der Odyssey und zum Q&A in die Kommentare, und dann sehen wir uns nachher zum nächsten Video. Bis dann! 65 degrees. Last time I asked, I was down on my knees. The last time I heard you speak, you shot ice into my veins. I almost wished I would rain.